Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute geht es wieder um die Bücher, die ich gelesen habe, um eine Serie, die ich weitergeguckt habe. Ich habe zwei Magazine hier liegen, zu denen ich etwas erzählen möchte. Und ja, es war eine sehr ruhige Woche, so alles in allem. Dadurch, dass es auch eine Spätschichtwoche war, was ja zum Glück gefühlt bald ein Ende hat. Denn ich wechsle in meiner Firma den Bereich und habe dann keine Schichten mehr, worauf ich mich wirklich sehr freue, einfach irgendwie so geregelte Arbeitszeiten zu haben, die nicht wöchentlich wechseln. Obwohl man gewöhnt sich ja gefühlt an alles, aber ich freue mich da im Grunde drauf, dass das irgendwie ja dann auch in naher Zukunft ein Ende haben wird. Ich habe in der Woche, es war meine Woche vor dem Urlaub, also aktuell befinde ich mich ja im Urlaub, aber das war die Woche, in der ich noch gearbeitet habe. Und ich hatte ja auch Pause gemacht von The Walking Dead, das habe ich, glaube ich, in der letzten Bücherwoche erzählt, und habe in dieser Bücherwoche jetzt die 6. Staffel angeguckt. Ja, meine Gedanken dazu dann natürlich ein bisschen später. Es sind 3,5 Bücher geworden. 3,5, weil ich eins der Bücher abgebrochen habe. Und deswegen sind es nur 3,5. Gestartet hat die Woche mit einer Liebesgeschichte von der lieben Sina, ebenfalls Booktuberin. Keep Calm and Wait for Your Fate. Ein Buch, das ich ohne jegliche Erwartung gelesen habe und das mich sehr, sehr überraschen konnte. Dann habe ich gehört Startup DNA, die Biografie von Frank Thelen. Die habe ich mir als Hörbuch angehört. Hatte eigentlich erwartet, dass sie Frank Thelen selbst spricht, was ja sehr oft bei deutschen Autoren, Menschen der Fall ist. Das war hier leider nicht der Fall. Fand ich wirklich sehr schade. Das halbe Buch der Woche ist Unsterblich von Jens Lubadé. Das war das Leseklubbuch im November. Das habe ich eben auch nach der Hälfte, wie man auch noch sehen kann, die Einteilung ist noch drin, eben auch abgebrochen, weil es mich gar nicht begeistern konnte. Und das letzte Buch der Woche habe ich dann so gefühlt in einem weggesuchtet, ist Redwood Love. Es beginnt mit einer Nacht von Kelly Moran. Der dritte Teil der Redwood Love-Reihe, wo mich ja der erste und zweite Teil überraschenderweise wirklich sehr gut unterhalten hat und ich mich auch auf den dritten gefreut hatte, aber der mich nicht ganz so begeistern konnte. Dann habe ich die Flow gelesen, die lese ich ja sehr gerne tatsächlich in der Spätschicht, weil ich da morgens einfach so eine Viertelstunde noch darin verweilen kann. Und dann habe ich mir das erste Magazin von Guido Maria Kretschmar geholt, das sich schlicht Guido nennt. Und war sehr neugierig, ob es sich irgendwie von anderen klassischen Frauenzeitschriften abhebt. Und darüber würde ich dann auch einfach gern ein bisschen quatschen. Aber wir starten wie gewohnt mit den Büchern. Und das erste Buch der Woche war Keep Calm and Wait for Your Fate von der lieben Sina. Sina ist ja ebenfalls eine Booktuberin und vielleicht habt ihr am Donnerstag auch unseren Hangout gesehen. Da haben wir ja doch schon ein bisschen über das Buch gesprochen. Es war ja auch Susi mit in dem Hangout. Ich packe euch den Hangout auch einfach nochmal in die Infobox, solltet ihr ihn verpasst haben. Wir drei haben uns ja so ein bisschen zusammengesetzt, um über Bücher zu sprechen, über das Booktuberin sein, über wie werde ich Autorin, wie kam Sina zu ihrem Buch. Da haben wir schon ein bisschen über dieses Buch gesprochen, aber ich möchte natürlich jetzt auch kurz ein bisschen was zu dem Buch sagen. Nicht allzu ausführlich, weil, wie gesagt, meine Meinung und Gedanken habt ihr ja vielleicht im Hangout schon gehört. Aber Sina macht schon einige Jahre Booktube, war auch mal ein Booktube-Geheimtipp von mir. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, weil ich ihren Lesegeschmack zwar nicht immer teile, ich aber ihre Euphorie immer sehr schön fand. Und so war ich auch sehr gespannt auf das Buch und ich habe mich sehr gefreut, als sie an mich gedacht hat und mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Und es geht hier um Lynn. Eigentlich heißt sie Carolyn oder Caroline, wird aber von allen nur Lynn genannt, ist Ende 20 und sie steht eigentlich mit beiden Beinen im Leben, ist aber Single. Und man hat manchmal ja so als Single das Gefühl, das ist irgendwie eine Krankheit. Und ich glaube, so geht es Lynn gefühlt auch so ein bisschen. Sie versucht sich auf verschiedenen Dating- und Partnersuche-Plattformen und hofft da irgendwo Mr. Right zu finden und erlebt dort allerhand Dinge. Sie tanzt in einer Hip-Hop-Gruppe immer sonntags und hat sehr viel Spaß an ihrem Hobby. Und trotz, dass sie eben nicht unbedingt den Modelmaßen entspricht, fühlt sie sich wohl und genießt ihr Leben so, wie es tatsächlich ist. Wir erleben mit ihr sehr viele Gespräche über so das Kennenlernen auf diesen Dating-Seiten. Wir haben mit ihr auch wunderbare erste Dates, zum Teil mit netten, aber auch sehr merkwürdigen Typen.
Und ja, wir lernen so auch ihre beste Freundin kennen, ihren Tanzpartner, der im Grunde eben wirklich nur ihr Tanzpartner ist. Und dann natürlich auch so ein bisschen diese ganze Flirtgeschichte, diese Liebesgeschichte und erleben das so ein bisschen aus ihrer Sicht mit. Und das ist ein wunderbarer, frischer Liebesroman, der vor allem mit sehr viel Witz und Echtheit bei mir gepunktet hat. Denn der Schreibstil ist sehr locker, er ist sehr flüssig, er ist sehr jung. Ich hatte auch den Eindruck, er hat es so ein bisschen was Freches in sich. Das hat mich sehr gut unterhalten. Es hat mich an vieler Stelle an das wahre Leben erinnert. Es hat mich sehr oft zum Lachen gebracht, zum Schmunzeln gebracht, zum Mitfiebern gebracht. Wie wird wohl dieses Date, dieses Gespräch ausgehen? Und ganz besonders muss ich ehrlich sagen, diese Dating-Gespräche, die da geführt wurden, die sind zum Teil wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Also ich musste bei so vielen so oft nicken und ich hatte bei manchen Gedanken von Lynn wirklich den Eindruck, ja, das sind meine Gedanken. Es war total gruselig, einfach weil man so dachte, Mensch, Sina, woher weißt du, was man denkt? Aber es scheinen wohl so gängige Gedanken zu sein, die man dann durchaus hat. Und ich habe wirklich sehr oft gelacht, denn die Dating-Welt ist nicht immer einfach, das muss man ganz klar dazu sagen. Und das ist gefühlt schon wie so in einem Dschungel. Und ja, das bringt Sina über Lynn wirklich sehr, sehr gut hervor und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch diese Single-Gedanken konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man die als Single eben durchaus auch immer mal hat und das eben nachvollziehen kann, verstehen kann, mitfühlt. Und das, finde ich, hat Sina auch sehr gut rübergebracht. Also das ist nicht irgendwas Absurdes, was Abstraktes, sondern es ist sehr greifbar, was Lynn durch den Kopf geht und warum ihr manche Dinge durch den Kopf gehen. Und das fand ich auch sehr besonders. Das versteht man ja nicht immer in Geschichten, warum der Protagonist so und so tickt. Aber hier, finde ich, hat Sina mit Lynn wirklich einen ganz, ganz tollen Charakter geschaffen. Und die Wendung gegen Ende fand ich fast ein bisschen eine Spur zu theatralisch. Ich hätte mir das ein bisschen lockerer gewünscht. Aber alles in allem war das wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Wohlfühlroman mit lustigen Situationen, die aber nicht klamaukisch oder comedianmäßig sind, sondern so aus dem Leben gegriffen. Und ich mag Geschichten, die eben so eine Lebensgeschichte erzählen und dann natürlich so ein bisschen Liebe mit einspielt. Und ich finde, das hat Sina wirklich großartig gemacht. Also es ist wirklich ein kleines Highlight für mich geworden, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was mich sehr gut unterhalten hat und man auch immer so einfach weiterlesen wollte und sich wohlgefühlt hat beim Lesen. Und Sina wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre geschaffen hat, die mir persönlich wirklich unglaublich gut gefallen hat und die mich wirklich mitgerissen hat und begeistert hat. Und wenn man dann eben im Hangout auch so ein bisschen die Geschichte von Sina zur Geschichte hört, ja, dann fühlt man sich noch ein bisschen gepackter und ergriffener und mitgenommener. Und ja, schaut euch auf jeden Fall das Hangout, den Hangout auf jeden Fall mal mit an. Wenn euch das Buch ein bisschen ausführlicher interessiert oder auch Sina, dann natürlich so von der Booktuberin zur Autorin, wenn man so nennen möchte, schaut da einfach gerne mal vorbei und ja, genießt einfach mal so den Abend und auch das Buch, das neben diesem schönen Cover natürlich nicht nur dann auch eine schöne Geschichte hat. Und ja, als E-Book absolut natürlich auch ein Schnäppchen ist und wer da gerne E-Books liest und ich finde gerade so jetzt in der kuscheligen Herbst-Winterzeit kann man ein bisschen was fürs Herz gebrauchen, was einen von innen wärmt und da ist man auf jeden Fall bei Sinas Buch richtig. Parallel, beziehungsweise auch wie dann das Buch von Sina schon vorbei war, habe ich dann mit einem Hörbuch angefangen, das mich die ganze Woche begleitet hat. Und zwar Startup DNA, die Biografie von Frank Thelen. Mancher wird jetzt fragen, ja, wer ist denn das? Ja, das ist auch eine gute Frage, denn Frank Thelen ist im Grunde ein Startup-Unterstützer. Man kennt ihn aus der Höhle der Löwen und daher kenne ich Frank Thelen auch. Ich habe die letzte Staffel sehr gerne geguckt, diese Staffel komme ich gefühlt irgendwie nicht zu, da zieht es mich dienstagabends irgendwie nicht so an den Fernsehen. Und ich mag diesen Gedanken eigentlich ganz gerne, dass man hier junge Unternehmer hat oder auch Erfinder hat, die tolle Ideen haben, die vielleicht schon erfolgreich sind, noch erfolgreicher sein werden wollen, sich Tipps holen wollen und auch diese Produkte dann ja irgendwie damit beworben werden. Und ich glaube, ich habe noch nichts aus der Höhle der Löwen ausprobiert. Ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht heraus, wenn ich das behaupte, aber ich finde dieses Gedankengut, diese Motivation, die die Menschen antreibt, das finde ich immer sehr spannend. Auch diese Leidenschaft,
die man eben als Unternehmer und Selbstständiger hat. Und auch mit all diesen Dingen, die dann nicht so einfach sind, dass man sich da einfach ranwagt. Und ja, das finde ich immer großartig. Und Frank Thelen sprüht auch immer sehr viel Motivation hervor, wie ich finde. Der Sprecher des Hörbuchs ist Josef Vossenkuhl. Und das fand ich tatsächlich sehr schade, dass Frank Thelen sich nicht die Zeit genommen hat, seine Biografie selbst zu sprechen, denn viele deutsche bekannte Menschen machen das ja durchaus, die dann eben ihren Weg selbst erzählen. Und der Untertitel des Buches ist Hinfallen, Aufstehen, die Welt verändern. Und ja, ich finde, das hat er ganz schön hochgegriffen, Frank Thelen. Ja, also da muss man sich so ein bisschen einfinden, denn Frank Thelen denkt doch sehr groß, sehr hoch und sehr weit. Und man hat manchmal das Gefühl, dass er schon lange nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen sozusagen gelaufen ist. Aber ja, das so später mehr. Ja, der Sprecher hat seinen Job gut gemacht, gar keine Frage. Man hat zwischendrin immer mal so ein paar Anmerkungen von Frank Thelen selbst gehabt. Aber wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn einfach Frank Thelen das selbst gemacht hat. Aber Sprecher war okay. Hat das gut rübergebracht, da kann man absolut nicht meckern. Ja, wir haben hier eine klassische Biografie, die mit Kindheit und Jugend von Frank Thelen anfängt. Wir erfahren, dass er überhaupt kein Schulfreund sozusagen war, dass er sich sehr schwer getan hat mit diesem ja, Monologenunterricht, dass er da überhaupt gefühlt sich nicht gut gefühlt hat, dass er sehr uncool war, wie er das selbst im Grunde beschreibt, dass er irgendwann mit einem Skateboard angefangen hat, dass er dann eben eine kleine, also dann halt diese Computerzeit kam, dass er sich da schnell so ein bisschen reingefuchst hat in wie funktioniert ein Computer, wie funktioniert die Programmiersprache und solche Dinge und er dann auch ein Start-up hatte, das aber total in die Binsen gefühlt ging. Er hatte ganz schnell sehr viele Schulden und musste dann da natürlich irgendwie rauskommen. Und das erzählt ja eben so ein bisschen, wie er dann hier rauskam, wie er dann auch sehr international im Grunde erfolgreich war, welche Hürden es gibt, wenn man sich irgendwie selbstständig macht, wie man eigentlich denkt, man ist sein eigener Chef und ist es dann gefühlt doch nicht. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich spannend fand. Aber da kommen wir zu sehr vielen Abers, die mir nicht so gefallen hat. Zum einen fand ich es doch ein bisschen sehr anmaßend, so sein Gefühl, dass man keine klassische Schulausbildung braucht, um was im Leben zu werden. Da habe ich so einen Moment drüber nachgedacht und dachte, ja, natürlich braucht kein Mensch mehr irgendwas Geometrisches oder ich glaube, kein Mensch schreibt mehr also irgendwie eine Abhandlung über einen Roman in seinem Leben. Ich glaube, das gibt viele Dinge, die in Schulen anders funktionieren müssten. Der Meinung bin ich auch. Man müsste auch viel mehr Allgemeines einfach mal in die Schulbildung mit ausnehmen. Also keine Ahnung, wie befüllt man einen Parkautomaten? Ja, habe ich letztens erst live erlebt. Dass ein Jugendlicher, also scheinbar hatte er ja einen Führerschein, sonst hätte er keinen Parkschein gelöst und er nicht sicher war, wie viel Geld er in diesen Parkautomaten werfen müsste und dann irgendwie 20 Cent reinwirft, die Uhrzeit irgendwie hat und ich dann gesagt habe, also er dann auch gesagt, oh, wir können hier ganz lange stehen und ich dann so gesagt habe, naja, also 20 Cent sind glaube ich 10 Minuten, ja, aber hier ist doch die Jetztzeit drauf. Und ich sagte, nee, die Zeit, die da draufsteht, ist in 10 Minuten. Hat er auf seine Uhr geguckt, ach, so funktioniert ein Parkautomat. Das nur so am Rande, wo ich so denke, ha, manchmal, also wenn man dann auch keinen hat in der Familie oder der Fahrlehrer einem das nicht erklärt, dann geht man natürlich durchs Leben und parkt gefühlt immer falsch. Und da fand ich natürlich, ich konnte ihn verstehen, was er mit der typischen Schulausbildung rüberbringen wollte. Ich finde es aber ein sehr falsches Zeichen, sollten sich Jugendliche das angucken, dass man Schulbildung per se einfach schlecht findet. Also ich finde, man lernt schon etwas fürs Leben in der Schule. Und auch wenn einem das vielleicht nicht in der Schulzeit so klar ist, macht vieles doch Sinn. Nicht alles, das möchte ich ganz klar sagen. Ich glaube, Musikunterricht braucht gefühlt eigentlich keiner. Aber außer man möchte danach etwas Musikalisches tun. Aber ja, zudem muss ich sagen, auch seine Aussage, ach, 70 Stunden die Woche, darunter wird man eh nichts. Und wenn man erfolgreich sein will, dann muss man hart arbeiten. Und da darf man kein Privatleben haben. Und man muss immer an sein Ziel denken. Und ja, ich glaube ihm das. Ich kenne sehr viele, die selbstständig sind, sich irgendwann selbstständig gemacht haben, die wirklich sehr viel Zeit in ihr Unternehmen stecken und deren Gedanken immer bei der Arbeit sind. Also selbst wenn sie abends
auf dem Geburtstag sind, drehen sich ihre Gedanken eigentlich um die 3 Stunden, die sie heute irgendwie versäumen. Ja, das kenne ich, ich kann das nachvollziehen. Jeder muss für sich wissen, ob er das möchte oder nicht. Aber man hat bei Frank Thelen trotz seines Arbeitseinsatzes von 70 Stunden die Woche sehr oft gemerkt, dass nicht nur sein Arbeitseinsatz ihn zum Erfolg geführt hat, sondern auch ganz viel Glück im Spiel war. Und das hat er nur sehr ungern, wie ich fand, zugegeben, dass manchmal eben 5 Zufälle zu viel waren, damit er das im Grunde geschafft hat. Und das hat mich so ein bisschen an der Echtheit dieser Biografie gestört, weil man kann gerne sagen, hey, ich hatte hier einfach mal Glück. Danach konnte ich auf dieses Glück aufbauen, dagegen habe ich nichts. Aber ich konnte als Leser nicht sehr viel aus dieser Biografie mitnehmen. Ich mochte es sehr gerne, dass ich als Leser mit Du angesprochen wurde. Ich habe gesehen, dass das manche nicht so gut fanden. Ich hätte aber es sehr komisch gefunden, wenn mich Frank Thelen gesiezt hätte. Frank Thelen duzt gefühlt jeden. Und ich hätte das komisch gefunden. Zudem habe ich nichts gegen eine Du-Kultur. Und ich fand auch, dass es persönlicher war. Und ich fand es einfach schade, dass er manchmal Dinge nicht ausgesprochen hat, die, wenn man aber dieser Biografie gelauscht hat, einem irgendwie klar wurden. Also, na, gerade das mit so mancher Auftrag, dass da Glück einfach mal dazu gehört im Leben. Ich meine, na, man kann noch so viel arbeiten, wenn man nicht so dieses Quäntchen irgendwo hat, dann dauert das entweder alles sehr lange oder man wird nie so erfolgreich, wie man es mit diesem Quäntchen Glück wird. Und mich hat das einfach so ein bisschen gestört, dass er das unter den Teppich gekehrt hat. Zudem war für mich nicht sehr viel Herausnehmbares. Also ich habe ja auch die Biografie von Elon Musk gehört. Also es ist ja aktuell der Besitzer von Tesla. Und der ist natürlich viel kreativer in seinen Gedanken. Der hat greifbare Ideen und Möglichkeiten, wo man sagt, man kann irgendwie diese Schritte verstehen. Und es gibt ja manchmal so 7-Punkte-Programme, wie man zum Erfolg kommt. Und ich glaube, dass sowas viel, viel greifbarer ist, als Frank Thelen seine Geschichte erzählt hat. Man weiß als Leser nicht, was soll man aus der Geschichte jetzt eigentlich mitnehmen, außer dass wir wissen, was für ein toller Hecht Frank Thelen ist. Also für mich hat diese Biografie Frank Thelen nicht sympathischer gemacht. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, dass er für mich doch manchmal wie so ein trotziges, ehrgeiziges Kind gewirkt hat und auch aus seinen Fehlern gefühlt nicht wirklich gelernt hat, was ich ja irgendwie nicht so gut fand. Also, dass das bei mir so angekommen ist. Also, ne, das ist manchmal im Leben, gibt es solche Menschen. Aber ja, also ich muss auch sagen, wenn ich ihn jetzt so immer mal im Fernsehen sehe, denke ich, ach, du bist ja der mit dem und dem Gedanken. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Also, es hat einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Er hat uns nur das gezeigt, was seinem ich hebe oder laufe irgendwie 2 Meter über dem Boden Gefühl. Also ich fand das nicht wirklich so gelungen. Also ich fand es interessant, ich habe gerne zugehört, aber das Bild, was ich jetzt von Frank Thelen habe, hatte Frank Thelen, glaube ich, nicht im Sinne, als er das eingesprochen hat, dass dann Leute so über ihn denken. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Also ich musste da auch ein paar Tage drüber nachdenken, was will mir diese Biografie erzählen. Also so ganz happy bin ich nicht. Das Buch war okay. Ich habe das, wie gesagt, auch wirklich gerne gehört. Aber Frank Thelen hat es jetzt nicht zu einem Sympathieträger durch dieses Buch geschafft. Also ja, und schon während des Hörens haben wir mit Unsterblich im Leseclub begonnen. Und zwar von Jens Lubade. Es war das Oktober-Leseclub-Buch und ich habe es leider nach der Hälfte abgebrochen. Ja, etwas über die Hälfte, ich glaube nach 4 Leseabschnitten mit knapp 210 Seiten, habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das ist es nicht. Das Buch hat gut angefangen, ich glaube so die ersten 100 Seiten fand ich noch ganz spannend von der Idee, sehr kreativ. Ich fand auch den Schreibstil gar nicht so verkehrt. Aber im 3. Leseabschnitt hat mich das Buch irgendwie verloren und im 4. dachte ich schon, wo geht denn das jetzt hin? Und was war nichts mehr greifbar? Denn wir sind hier in einer Welt, in der ein Großkonzern die ganze Welt im Griff hat. Virtual Reality gehört zum normalen Alltag und tote Menschen, besonders Berühmtheiten, können als ewige, als eine Art Avatare auf der Welt weiterleben. Alle Menschen müssen Gehirnimplantate tragen, damit die neuen Dinge in der Welt überhaupt irgendwie funktionieren, dass die gesehen werden, dass da im Grunde überhaupt dieser Konzern Einfluss hat. Und es gibt eben ganz viele Promis, die zu einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens, als sie noch lebten, zu
Ewigen rekonstruiert werden. Und dabei kann man diesen Promi nehmen, zu welchem Alter man möchte. Also man kann eine Marlene Dietrich, die man ja hier schon sieht, eben zu ihrer Glanzzeit wiederherstellen. Wir haben John F. Kennedy, der wieder Präsident ist und allerlei andere Berühmtheiten. Und man nimmt die eben einfach da, wo sie die Leute oder die meisten Menschen in Erinnerung haben, was schon ganz schön gruselig ist. Ja, Ewige können nicht über ihren eigenen Tod nachdenken, sich damit beschäftigen. Sie haben kein Bewusstsein für den Tod, weil sich natürlich sonst ihre Gedanken nur um ihren eigenen Tod drehen würde und die sich, also das würde ja wahrscheinlich zur Verzweiflung führen. Dementsprechend haben sie da so eine Art Gedankensperre. Und als aber dann Marlene Dietrich vermisst wird, als sie gerade eigentlich mit einem Regisseur oder Produzenten gesprochen hat, da brennt dann natürlich die Welt sozusagen, weil wo ist die Ewige hin? Der Beginn der Geschichte war wirklich sehr interessant. Das war eine sehr kreative Idee. Sie wurde auch ein bisschen einem nahegebracht, zumindest zu Beginn. Allerdings hat mir irgendwie gefehlt, dass nicht so richtig erklärt wurde, wie ist die Welt überhaupt dahin gekommen. Also klar gibt es auch niemanden, der wahrscheinlich von vorher berichten kann, aber das fand ich ein bisschen schade. Zudem war es mir einfach zu unrealistisch. Ja, es ist ein Science-Fiction-Roman. Da muss man so ein bisschen Fantasie walten lassen. Fand ich ein bisschen schwierig. Auch diese Ewigen, die wie berühmte Personen aussehen. Und wir haben hier einen JFK, der auf einmal die Welt regiert. Und man fragt sich so, welcher normaler Mensch lässt sich von einem Avatar regieren? Wie kommt es überhaupt so weit? Wobei, wenn man sich heutzutage umguckt, wer weiß, ne? Der Schreibstil war zu Beginn sehr locker, das hat das Reinfinden eigentlich ganz gut gemacht, man kam gut rein, aber mehr kam dann irgendwie gefühlt auch einfach nicht. Die Welt konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, auch nicht die Ewigen, wie das so richtig funktioniert. Es gab viel zu wenig Details zu dieser Welt, zu der Technik, die hier funktioniert, zu den Menschen, die darin leben. Ich hatte da überhaupt nichts Greifbares, nichts Vorstellbares und es wirkte auf mich auch sehr unglaubwürdig und das fand ich an dieser Welt einfach auch so schwierig, denn wie soll man etwas greifen, wenn es einem nicht logisch vorkommt? Und das hat für mich auch das Lesen sehr schwer gemacht. Für mich ist das auch kein klassischer Science-Fiction-Roman gewesen, sondern hat sehr viele Krimi-Aspekte so gefühlt drin gehabt, eben als wir Marlene Dietrich suchen. Und ich bin kein großer Krimi-Leser, dementsprechend hat mir dieser Aspekt nicht ganz so gut gefallen. Und es war mir an mancher Stelle eben auch nicht sehr logisch und auch nicht nachvollziehbar. Und es war mir dann ab dem dritten Abschnitt war es mir zu viel Krimi und zu wenig Science-Fiction, weil das dann irgendwie so außen vor gelassen wurde. Und dann habe ich eben nach 4 Leseabschnitten, 200 Seiten gesagt, nee, mich interessiert gar nicht, wie es weitergeht. Und spätestens, wenn man sich eben am Feierabend nicht das Buch greift, das man eben aktuell liest, da weiß man eigentlich schon, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Und ja, wenn es einen so nicht hinzieht, ne? Und das war halt hier leider der Fall. Ich wollte das Buch mögen, vor allem, weil auch das nächste Buch von Jens Lubadé mit dem Neandertaler, das sehr spannend klingt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem eine Chance gebe, wenn der Schreibstil ähnlich ist wie hier bei Unsterblich, dann glaube ich eher nicht. Aber jeder Autor hat ja eine zweite Chance verdient. Aber es ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Wunschliste, weil ich von Unsterblich wirklich ein bisschen enttäuscht war. Aber ja, also es tat mir auch sehr leid für alle, die weitergelesen haben. Und es waren gefühlt am Ende nicht sehr viele, die dieses Buch weitergelesen haben. Und im Leseklub ist ja eigentlich so, dass man ja das Buch wählt. Und es haben ja sehr viele sich für dieses Buch ausgesprochen, weil sie es entweder auf dem Sub hatten oder spannend fanden und lesen wollten. Ich fand es halt dann schon schade, dass so wenige es beendet haben. Aber es scheint so grundsätzlich nicht so gut angekommen zu sein. Es gibt ein paar positive Stimmen. Ich habe auch dem Leseklub weiter gefolgt und natürlich mitgelesen, wie die Leute, die es weitergelesen haben, es empfanden, was so ein bisschen passierte. Und aber ich wollte es einfach nicht weiterlesen. Es tat mir auch, wie gesagt, sehr leid. Und ich hoffe, wir haben mit dem nächsten Leseklubbuch, was ja dann ein Musso ist, ein bisschen mehr Glück, der hier auch schon liegt und eingeteilt. Dann das letzte Buch der Woche war Redwood Love. Es beginnt mit einer Nacht von Kelly Moran. Ja, das Buch ist auch in dieser Woche erst erschienen und es musste dann natürlich auch das E-Book her. Alle Infos zu den Büchern findet ihr, wie gesagt, natürlich immer unten in der Infobox. Es ist der dritte Teil dieser
Redwood Love Reihe und es soll wohl noch 2 weitere Teile geben, hat die Autorin irgendwo verlauten lassen. Man weiß wohl noch nicht, wer dann die Protagonisten sind, aber man kann sich da ja überraschen lassen. Ja, in Redwood Love dreht es sich erstmalig sozusagen um 3 Tierarztbrüder, die eben in diesem kleinen Städtchen irgendwo bei Ohio, in den USA, also Mittlerer Westen im Grunde leben. Und alle 3 Brüder sind Single, beziehungsweise Drake, um den es sich jetzt im dritten Teil dreht, ist verwitwet. Und ja, sie treffen dann eben auf Frauen, die neu in die Stadt kommen, wie im ersten Teil bei Kate und Avery. Oder sie treffen, wie es bei Gabby und Flynn der Fall war, auf langjährige Freundschaften, wo sich etwas anbandelt. Oder wir sind hier bei Drake und Zoe, die sich eigentlich auch kennen und sich jetzt aber so ein bisschen mit anderen Augen wahrnehmen. Ja, wir haben im Grunde immer Lebensgeschichten mit sehr viel flirty Liebesgeschichte. Es geht manchmal auch schon so ein bisschen, sehr flirty, sehr prickelnd her. Aber es ist für mich nicht das Genre, in das diese Bücher einsortiert werden. Denn bei Thalia liegt die Redwood Love-Reihe tatsächlich bei Erotik. Und ich dachte mir so, als ich es in der Thalia sah, okay, was hat denn diese Geschichte mit Erotik zu tun? Also nur, weil da tatsächlich mal, ich sag jetzt mal, der eigentliche Akt stattfindet, ist das ja noch nicht gleich Erotik, ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich Erotik lesen möchte, kaufen möchte, dann ist das für mich nicht Redwood Love. Oder ich habe irgendwas falsch verstanden, das kann natürlich sein. Aber wahrscheinlich macht man es in der Buchhandlung einfach sehr einfach und nicht jeder beschäftigt sich vielleicht so intensiv mit den Genres, wie es wir Vielleser tun. Aber da dachte ich irgendwie, da liegt es auf jeden Fall nicht richtig. Ja, die Redwood Love-Reihe. Ich war sehr überrascht ja vom ersten Teil und konnte gar nicht glauben, dass mir das so gut gefällt. Auch der zweite Teil hat mich wirklich sehr berührt. Die ganze Geschichte nimmt diese 3 Brüder nimmt einen emotional sehr mit. Es ist sehr flirty, es ist sehr locker, es ist sehr flocker. Es hat einen ganz, ganz tollen und leichten und schönen Schreibstil. Es macht Spaß, ja, diese Redwood-Gemeinde kennenzulernen. Das ist so ein Städtchen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man viele Nebencharaktere trifft, die einem natürlich immer wieder begegnen. So kannte man eben aus Teil 1 und 2 auch schon Drake, den man eben im dritten Teil jetzt besser kennengelernt. Dieser ist verwitwet, hat seine Frau sehr jung an Krebs verloren, hat sich sehr, sehr eingeigelt, bis wir ihn theoretisch so im ersten Teil ein bisschen näher kennenlernen, er so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus herauskommt und er wirklich im dritten Teil doch so seine großen Veränderungen, große Schritte macht, um wieder irgendwie ins Leben zurückzufinden. Und da ist Zoe nicht ganz unbeteiligt daran, sie arbeitet als Hundefriseurin im Grunde in der Tierarztpraxis mit. Und daher kennen sie sich natürlich. Was mir am ersten und zweiten Teil gefallen hat, war zum einen so diese Überraschung, wie toll das ist, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Ich mochte es, wie die Charaktere so sich aufeinander einlassen, wie sie sich entwickeln, wie diese Liebesgeschichte sich entwickelt hat und wie sich eben das Leben gefühlt aller drumherumstehender mit verändert hat, wie es ja sehr oft im Leben auch tatsächlich so ist. Das hat mir im ersten Teil sehr gut gefallen, im zweiten Teil, und ich mochte auch einfach so diese Wohlfühlatmosphäre. Mir hat das aber im dritten Teil leider sehr, sehr gefehlt. Im dritten Teil dreht sich gefühlt alles nur um Drake und Zoe. Wir lassen diese Nebencharaktere komplett außen vor, die treffen nur ganz minimal immer mal ein, um irgendwie einen Satz reinzuwerfen und die ganze Atmosphäre dieses Redwood-Städtchen, diese ganze Drumherum, was man da so lieb gewonnen hat, das hat mir alles im dritten Teil gefehlt. Zudem hatten beide für mich Probleme, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich konnte Zoe noch so zu gewissen Weisen verstehen. Sie hat eine demenzkranke Mutter, fühlt sich da sehr verantwortlich. Das kann ich noch nachvollziehen, dass man dann irgendwie sein Leben zurücksteckt und einfach gerade die Familie wichtiger ist. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Aber Drake konnte ich gefühlt nicht so richtig nachvollziehen. Was natürlich daran liegt, dass ich noch nicht verwitwet bin. Also, was nicht ist, kann ja noch werden. Nein, aber ihr versteht. Nein, das sind wahrscheinlich einfach andere Gedanken, wenn man vor Trauer irgendwie getrennt wurde und nicht diesen Schritt irgendwo mehr oder weniger freiwillig getan hat. Und ich konnte das schon irgendwo greifen, aber mir war es zu viel Theater, es waren zu viele unlogische Gründe und es war manchmal einfach nur so, wo ich dachte, ach Leute, das habt ihr doch jetzt schon 3-mal besprochen, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also, das fand ich irgendwann sehr nervig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war an mancher Stelle ein bisschen genervt von dem Buch und mir hat einfach dieses Redwood-Feeling
unglaublich gefehlt. Also, dass wir alle so Nebencharaktere so rausgehalten haben aus der Geschichte, dass sich das so konzentriert hat auf die beiden, als gäbe es nur diese beiden, als wären sie irgendwie in einer Holzhütte in den Bergen und müssten da ihre Probleme ausfechten. Und ich mir dachte, wo ist denn so diese Gruppendynamik, die wir in Teil 1 und Teil 2 hatten? Und das war irgendwie im dritten nicht so schön. Also ich glaube, wäre der dritte Teil der erste Teil gewesen, hätte ich die Reihe nicht weitergelesen, weil alles, was mir in Teil 1 und 2 gefallen hat, fehlt mir im dritten komplett. Und er war okay. Es war, nach wie vor war der Schreibstil auch schön, aber er konnte mich überhaupt nicht so begeistern und fesseln, wie es Teil 1 oder 2 gemacht haben. Es ist ein bisschen eine schwache Leistung von Band 3, was ich wirklich schade finde. Ich weiß jetzt auch nicht, was vielleicht im Band 4 und 5, welche Charaktere da aufgegriffen werden, welchen männlichen Protagonisten man da irgendwie hernimmt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Reihe dann weiterlesen werde, weil mir der dritte Teil wirklich nicht so gefallen hat, was ich echt, echt schade finde. Aber ja. Weitergelesen in dieser Woche habe ich die Flow. Die ist jetzt auch die aktuelle Ausgabe. Ich bin ein großer, großer Fan der Flow. Die Flow gehört für mich zur Hücke. Wirklich zu den beiden Magazinen, die ich immer lese, die mich immer begeistern, wo ich keine Seite einfach umblättere, wo ich alles darin lese. Und besonders in meiner Spätschicht finde ich das halt schön, weil ich da morgens einfach noch so eine Viertelstunde im Bett verweilen kann und wirklich erstmal lese, so in den Tag starte und man halt da einfach morgens viel mehr Zeit hat, da man, also ich zumindest fast immer zur ähnlichen Zeit aufstehe wie in der Frühschicht, weil irgendwann müssen all die Dinge ja getan werden, die man sonst nach Feierabend tun würde, und die Zeit nehme ich mir aber super gerne und ich mag die Flow, und es heißt auch so schön, zufrieden sein mit sich selbst ist ein großes Thema in dieser Flow, was ich wirklich toll finde. Es sind schöne Geschenkanhänger diesmal mit drin und auch wieder sehr schönes Papier und Sprüche. Das ist ja auch immer was, was ich wirklich auch sehr gerne heraustrenne und zum Beispiel auch für Grußkarten verwende oder auch für mein Bullet Journal. Und ab und an staubt hier auch eine liebe Freundin von mir ab, die für ihren Filofax diese Dashboards macht. Und wenn sie dann sich da mal so in meiner Papiersammlung umguckt, da greift sie auch mal gerne zu. Und ich war wieder sehr, sehr begeistert. Ich kann die Flow immer empfehlen. Wer auch das Thema vielleicht gerade ansprechend findet, sollte einfach mal zugreifen. Sie ist nicht ganz günstig mit 7,50 Euro. Können wir jetzt sagen, bekommt man fast ein Taschenbuch. Das ist richtig. Da ich aber wirklich jeden Artikel darin lese, mich schon sehr viele Buchtipps darin erhalten habe, kann ich echt sagen, für mich lohnen sich diese 7,50 Euro. Dann gibt es ganz aktuell die neue Guido. Das ist ein neues Magazin von Guido Maria Kretschmer. Es ist die erste Ausgabe, hat glaube ich 3,80 Euro gekostet. Und ich war sehr gespannt. Ich bin ein Shopping Queen Fan der ersten Stunde. Gucke ich immer mal wieder gerne. Zu Beginn habe ich das wirklich weggesuchtet. Jetzt muss ich tatsächlich so ein bisschen in Stimmung sein, weil es mir an mancher Stelle doch eine Spur zu oberflächlich ist. Also manchmal ertrage ich diese Frauen so überhaupt nicht, wo ich mir denke, oh mein Gott, alles ist wichtig. Hauptsache der begehbare Kleiderschrank ist das größte Zimmer in der Wohnung und man muss die neueste Louis Vuitton-Tasche haben und wo ist denn eigentlich dein Bücherregal? Und damit möchte ich nicht sagen, dass man unbedingt ein Bücherregal in seiner Wohnung braucht, aber manchmal ist es sehr schön, wenn sich Klischees bewahrheiten, auch wenn ich überhaupt kein Freund von Klischees bin. Und da könnt ihr ganz viele Menschen fragen. Ich hasse das, wenn man über Klischee-Denken irgendwie weiterkommt. Aber manchmal kann ich mich dem auch nicht verwehren. Und wenn ich gerade so eine zickige Phase habe, dann ist Shopping Queen nichts für mich, weil ich mich dann nur eine Dreiviertelstunde darüber aufrege und dann merke, das tat mir nicht gut. Es gibt aber auch Tage, da freue ich mich darüber, wenn dann so wirklich Guido seine Sprüche raushaut und er einfach so er selbst ist, denn ich finde, Guido Maria Kretschmer ist ein unglaublich sympathischer Mensch, der mir in vielen Shows, wenn man ihn sieht oder wirklich auch bei Interviews oder sonstigem, immer wieder sehr, sehr gut gefällt. Ich habe seine Bücher alle gelesen, ich fand auch das Rote Kleid dieses Jahr wirklich super schön. Und das wäre wirklich auch mal jemand, den ich live treffen wollen würde. Und also ich glaube, das ist auch einfach so ein Sympathieträger, der eine ganz große Ausstrahlung hat. Und ich war natürlich sehr neugierig, was verspricht uns sein Magazin. Denn Guido ist ja immer der Meinung, jede Frau ist schön.
egal ob sie zu wenig oder zu viel wiegt, ob sie zu klein oder zu groß ist oder was auch immer. Und ich war sehr neugierig, ob er das in seinem Frauenmagazin, sage ich jetzt mal, umsetzen wird oder ob es da doch darum geht, wie verliere ich ganz schnell mal wieder 5 Kilo, um in 3 Wochen dann 10 Kilo mehr zu wiegen, ne? Was man ja sehr oft in diesem Frauenmagazin hat. Und ich muss sagen, er hält das gut durch in seinem Magazin. Also man hat schon das Gefühl, dass nicht nur die klassischen Models hier drin auftauchen, sondern auch Frauen mit einer schönen, ich sage jetzt mal normalen Figur. Und das finde ich tatsächlich sehr realistisch, sehr schön, sehr ansprechend. Ich fand auch die Tipps und Tricks, die hier drin sind, ganz schön. Ich mochte die Kolumnen, die hier drin mit eingebaut sind. Ich mochte die Gedankengänge darin sehr. Und ich fand auch einfach schön, was er so ein bisschen rübergebracht hat, so von seinen Erfahrungsschätzen, die er so auf der Welt gemacht hat und so diese Ruhe, diese Entspannung, dieses Charismatische, was man von ihm kennt, das spürt man hier in der Guido definitiv. Es ist, das muss man halt klar sagen, dennoch ein Frauenmagazin, in dem eben auch Modestrecken einfach dabei sind. Das muss einem jetzt gefallen oder eben nicht, ganz klar, gar keine Frage, ne? Also das ist, gehört halt irgendwie zu Guido dazu. Es ist auch sehr viel Werbung drin, das ist mir auch aufgefallen, also egal ob von Parfüm, Make-up, Autos, keine Ahnung. Da dachte ich so gefühlt, jedes dritte Blatt ist irgendwie ein Werbeblättchen, weswegen sie wahrscheinlich dann auch nur 3,80 kostet, also nur 3,80 kostet. Es war okay, also mir hat es gut gefallen, ich fand es so für zwischendurch mal ganz schön. Es ist halt was von Guido. Ich weiß nicht, ob ich sie regelmäßig kaufen würde. Also ich glaube, immer mal kann das schön sein, wenn man vielleicht eine Zugfahrt macht, irgendwann mal in den Flieger steigt. Ich glaube, dann ist sowas ganz schön. Aber ich glaube, regelmäßig brauche ich es nicht. Also dazu bin ich auch einfach nicht mehr der Mensch, das muss man ganz klar sagen. Ich habe irgendwann diese Zeitschriften für mich aus dem Bann gezogen, lese die halt ein, zweimal im Jahr und dann bin ich auch wieder sozusagen befriedigt von diesen Themen und widme mich halt wirklich einfach eher diesen Mindstyle-Themen. Und ja, es war okay, jeder kann in das erste Magazin einfach mal reingucken, aber jetzt den großen Umbruch sollte man in dieser Welt wahrscheinlich nicht erwarten. Und das letzte große Thema der Woche ist dann The Walking Dead. Ich habe ja eine Woche Pause gemacht und habe jetzt Staffel 6 angeguckt in dieser Woche. Und habe mich schon sehr in den Bann wieder ziehen lassen. Also diese Serie hat schon was, was einen sehr mitnimmt, mitreißt, in den Bann zieht und auch zum Teil sehr erschüttert. Ich muss ehrlich sagen, mir hat die 6. Staffel nicht so gut gefallen. Sie hat sich für mich in eine Richtung entwickelt, die nicht das ist, was ich an dieser postapokalyptischen Serie mochte. Sie wirkt auch auf mich wie eine ganz andere Serie, war auf einmal nicht mehr die Apokalypse das Problem ist, die Zombies das Problem ist, der Hunger oder was auch immer, sondern immer die anderen Menschen. Und das ist was, wo ich mir so denke, ja, so wird es in einer Katastrophe sein, da ist jeder sich selbst der Nächste. Aber ich finde schade, dass auch immer so viel Schwarz-Weiß-Denken da ist und dass man sich gar nicht mehr damit beschäftigt, jemanden zu finden, der eine Erklärung für diese Apokalypse hat, oder jemand, der das irgendwie verändern kann, verbessern kann, wo ist das Militär, wo ist die Polizei, warum gibt es keine Hubschrauber, wo ist diese ganze Welt? Das ist so Fragen, die sich mir die ganze Zeit in der 6. Staffel gestellt haben, gefühlt hat aber niemand anders danach gefragt, aus der Staffel. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, dass es sehr viele Dialoge gab, wo gefühlt immer wieder das Gleiche besprochen wurde und ja, dass der Fokus eben von der Apokalypse, von den Zombies, von dieser Gefahr so weggenommen wurde, dass das in den Schatten gestellt wurde und eigentlich immer nun die Menschen das Problem sind. Und das Staffelfinale, jetzt ich werde nicht spoilern oder so, das Staffelfinale hat mich sehr mitgenommen. Also ich saß wirklich sprachlos davor. Es hat einen ganz gemeinen Cliffhanger und eigentlich liefen die Wetten, dass ich direkt mit Staffel 7 weitermache. Aber da musste ich jeden enttäuschen. Ich habe tatsächlich nach diesem Cliffhanger erstmal eine Pause gebraucht und mich zieht es gerade gar nicht zu The Walking Dead. Ich möchte die Auflösung dieses Cliffhangers nicht wissen. Ich möchte dieser Brutalität, die es scheinbar jetzt gibt, nicht gerade Auge in Auge sehen.
Und ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass mir diese menschliche, spaßige Brutalität, auf die es hinausläuft, spaßige Brutalität, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, also dass jemand Spaß an der Brutalität hat, das möchte ich gerade nicht. Das ist, also ich merke das immer mehr, es zieht mich gar nicht an die 7. Staffel. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben möchte. Zudem man ja weiß, dieser Charakter, der da jetzt in Staffel Ende 6 sozusagen ankam, dass der jetzt sehr lange da bleibt. Und ich noch nicht weiß, was ich von diesen absolut Bösen, sozusagen dieser Serie, ob ich das gut finde. Das weiß ich nicht. Also, außer seine Motivation wird irgendwann mal klar, wie es ja vielleicht beim Governor irgendwann mal war in Staffel 2, 3, schon wieder verdrängt. Wenn man so viele Staffeln hintereinander wegsuchtet, ist das gefühlt halt auch so eine Staffel, ne? Also man kann dann, also so geht es mir auch oft bei Harry Potter, wenn man mich nach gewissen Dingen fragt. Für mich ist Harry Potter so eine Geschichte oder Herr der Ringe. Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten, was ist Teil 1, 4 oder 3. Also, na, die großen Geschichten, ja, aber so en Detail. Und das ist so bei The Walking Dead auch so. Dadurch, dass ich ja die ersten 5 Staffeln weggesuchtet habe, wie sonst war es, oder 4 Staffeln, ja, da ist das dann schwer auseinanderzuhalten, was ist wann passiert. Also, ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen unentschlossen, was The Walking Dead angeht. Ich, weiß nicht, diese Brutalität, die mir da begegnet und diese Sinnlosigkeit, ja, ich weiß nicht. Zudem halte ich manchmal die Charaktere auch für ziemlich dumm. Also, dass die immer so überrascht sind, dass was passiert, wo ich mir denke, ach Mensch, also, dass ihr da jetzt das Paradies gefunden habt. Leute, man weiß, also ich weiß, sollte mal eine Zombie-Apokalypse passieren, was ich nicht tue. Nämlich an einem Ort bleiben und darauf warten, dass mich jemand findet. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, wo ich denke, ich würde es genau anders machen. Also man nimmt da natürlich auf jeden Fall was fürs Leben mit, wenn man so möchte. Insofern, das passiert, dass es eine Zombie-Apokalypse gibt. Wie wahrscheinlich ist das? Aber man weiß nie, ne? Man soll ja niemals nie sagen, ja. Das ist so der aktuelle Stand. Ich habe auch jetzt, fast 2 Wochen später, nicht weitergeguckt. Das kann ich jetzt einfach schon mal spoilern. Also sozusagen der nächste Bücherwoche wird es nichts über The Walking Dead geben. Ja, es ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte. Na, das ist, ja. Ja, das aber soweit auch zu The Walking Dead. Könnt mir ja gerne mal spoilerfrei eure Gedanken auch reinschreiben, wenn ihr nach wie vor die Serie verfolgt. Ich habe von vielen gehört, dass nach Staffel 6 sehr viele nicht mehr begeistert waren, dass auch die Zuschauerzahlen nicht mehr so angetan waren, weswegen man wohl jetzt auch in Staffel 9 reagiert hätte und sich wieder näher am Comic befindet oder wieder nicht mehr. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich versuche ja nichts zu lesen, weil man wird ja so schnell gespoilert. Ja, aber lasst mich das gerne mal wissen. Soll ich die 7. Staffel einfach überspringen? Ja, also schreibt mir das gerne mal, wenn ihr da irgendwie eine Meinung und Gedanken dazu habt. Ja, das war meine Bücherwoche mit doch ja einem wirklich kleinen Highlight sozusagen, mit einem absoluten Flop und so mit 2 okay Büchern. Ja, das ist halt manchmal auch so. Na, also es ist ja trotzdem, sind okay Bücher und gut. Und ja, wenn man halt mal ein Buch abbricht, dann ist das halt so. Dafür hat man es jetzt auch vom Sub weggelesen, was mich freut, weil ich mich jetzt so der 100er-Grenze von oben nach unten nähere und da auch einfach freue, wenn ich da vielleicht doch nochmal 2-stellig in diesem Jahr werde. Aber mal gucken. Ja, in diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner doch, glaube ich, etwas jetzt längeren Bücherwoche. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.